Guten Morgen zusammen, wir sind hier noch in Marokko, einen Tag nach dem letzten Turnier und heute ist das Boam nach dem Turnier, weil wir nur einen Tag Pause hatten zwischen den zwei Turnieren. Ich habe jetzt zwei Turniere hier gespielt, die Open Ocean und Open Tazagoud und das erste habe ich gewonnen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt und das zweite beim zweiten Turnier wurde ich Achter. Hätte ich jetzt beim zweiten Turnier besser gepattet, wäre bestimmt auch noch eine bessere Position drin gewesen, aber es war auf jeden Fall ein guter Saisonstart für mich. Alles, was ich im Winter gearbeitet habe, vor allem am Driven und Wedge, war gut. Am Putten muss ich jetzt nächste Woche noch ein bisschen arbeiten, wenn wir im Golfteam Germany nach Spanien fliegen, nochmal auf guten Grund zu trainieren. Und dann bin ich auf jeden Fall zuversichtlich für die Challenge Tour Saison und was in Kenia los ist. Die Turniere hier auf der Pro Golf Tour sind jedes Jahr besser organisiert. Vor zwei Jahren habe ich hier schon gespielt und dieses Jahr super organisiert und tolle Plätze bei tollem Wetter. Und ich kann jedem nur empfehlen, hier mitzuspielen und es ist eine tolle Vorbereitung für mich. Vielleicht werde ich noch ein weiteres Turnier spielen, aber jetzt heute erstmal das Boam. Morgen geht es dann nach Hause und am Freitag im Golfteam Germany wieder nach Spanien. Also vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald.